herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 14 Team Guide. Und wie man es hier schon sieht, geht es heute um Borussia Dortmund, der wahrscheinlich zweitbeste und auch zweitbeliebteste Mannschaft in Deutschland nach Bayern München natürlich. Und wir gucken noch einfach mal, was Dortmund hier für einen Kader hat, wie man sie so aufstellen kann, ob es vielleicht Unterschiede gibt zur Realität, zumindest nach meinem Empfinden. Und wir fangen jetzt mal mit der Formation an. Ich denke, die ist ganz okay. 4-2-3-1 ist, denke ich, eine ganz gute Formation für Dortmund, weil ja man mit Lewandowski auch einen guten Stürmer vorne drin hat, aber dazu kommen wir dann gleich. Aber wie gesagt, 4-2-3-1 spiele ich auch sehr, sehr gerne in FIFA 14. Auch in FIFA 13 schon sehr, sehr gute Formationen gewesen. Und deswegen würde ich sagen, ja, 4-2-3-1 standardmäßig einfach mal drin. Und ich denke, damit kann man auf jeden Fall viel anfangen. Und dann gehen wir mal rein in den Kader. Im Torwart, oder im Torwart, genau, im Tor. Der Torwart ist natürlich eigentlich schon klar. Roman Weinfeller gesetzt, ist ja mittlerweile jetzt auch zur WM berufen worden, oder nicht zur WM, sage ich schon, zu den Länderspielen berufen worden, zu seinem ersten Länderspiel für Deutschland. Sehr, sehr gut für, und ja, ich glaube, sehr, sehr glücklich ist Weinfeller jetzt auch, dass er berufen wurde. Und ich denke, da an ihm führt kein Weg vorbei. Langerak, der Ersatzmann, denke ich, nicht annähernd so gut wie Roman Weinfeller. Und auch Weinfeller führt ja die Mannschaft auch als Kapitän aufs Feld. Insofern denke ich, einer der wichtigsten Personen auf jeden Fall im Dortmunder Spiel. Wir machen dann direkt weiter mit dem rechten Verteidiger. Und da ist im Moment ja noch Kevin Großkreuz auch in echt die ganze Zeit aktiv. Spielt auch sehr, sehr gut da in echt, aber in FIFA ist er, denke ich, nicht der Beste für einen Rechtsverteidiger. Und somit würde ich dann auf den normalerweise verletzten Lukas Piszczek zurückgreifen. Der hier natürlich dann auf der Ersatzbank oder in der Reserve ist natürlich nur. Piszczek, ja, wie gesagt, in echt verletzt, aber hier, ja, kriegt er die Einsätze für mich oder hier darf er auch spielen, weil er einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist natürlich. Ich ging das Großkreuz nochmal ein bisschen schneller, ein bisschen defensiv stärker und auch mit einem besseren Passwert, soweit ich das jetzt weiß. Und, deswegen denke ich, Piszczek auf jeden Fall der bessere Mann auf der rechten Verteidigung, auch von der Gesamtstärke natürlich nochmal, ich glaube, 9 Punkte besser als Großkreuz. Und somit natürlich Piszczek auf jeden Fall die bessere Alternative. Wie gesagt, wenn er nicht verletzt ist in echt, dann würde er dann, denke ich mal, da auch wieder spielen. Und ja, dann die Innenverteidigung, ja, ist, würde ich nicht sagen, von alleine besetzt, aber neben Subotic auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, ein sicherer Mann in der Innenverteidigung. Ihn spiele ich sehr, sehr gerne, weil er sehr, sehr groß ist, ich glaube 1,92 oder sowas in der Art, nee, 1,93 sogar. Und er hat auch gute Kopfballwerte und somit auf jeden Fall ein guter Innenverteidiger. Sehr, sehr wichtig, dass die Innenverteidiger groß sind. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Und deswegen ist Subotic auf jeden Fall gesetzt. Und neben ihm ist natürlich nicht Günther der Mann, weil Günther hat einfach ein bisschen zu schlechte Werte. Hier sieht man es alles im roten oder orangen Bereich. Auch hier nichts wirklich im guten Bereich. Und somit würden wir den Günther erstmal rausnehmen natürlich. Und natürlich wen sonst außer Mats Hummels hier in die Partie tun. Sokrates nehme ich aus dem Grund nicht, weil Sokrates noch ein bisschen kleiner ist als Hummels, glaube ich. Kann ja mal kurz gucken. Hummels hat hier... Ja, ist 1,92 groß, also auch fast so groß wie Subotic, auch einen guten Kopfballwert, soweit ich weiß. Und setzt sich auch sehr, sehr gut durch. Hat zwar nicht den besten Sprintwert, hier sieht man es mit 63 und, ja, ich glaube, ja genau, 67. Aber, ja, ich denke trotzdem, ist er nochmal im Gegensatz zu Sokrates nochmal ein bisschen körperlich stärker, kann sich besser durchsetzen und kann sich besser behaupten. Und natürlich ist er auch ein guter Spielgestalter, ich glaube, er hat noch einen ziemlich guten Passwert. Und somit nämlich, ja, ein ganz guter Spieler hier für die Innenverteidigung und neben Subotic, wie gesagt, der gesetzte Mann hier in der Innenverteidigung, denke ich, auch relativ souverän. Stellt sich im Prinzip, wie gesagt, von alleine auf. In echt ist natürlich Subotic jetzt auch verletzt, fällt, soweit ich das gehört habe, die ganze Saison lang aus. Und ja, ist gerade, wo ich gerade aufnehme, ist gerade ein Tag nach dem Wolfsburg-Spiel, wo Subotic sich verletzt hat und deswegen weiß ich es noch nicht hundertprozentig, aber ja, was ich gelesen habe, ist, dass er die ganze Saison jetzt ausfallen wird wegen einem Kreuzbandriss. Natürlich sehr unglücklich für Dortmund, aber hier in FIFA, wie gesagt, auch aktiv und auch in meiner Mannschaft. Und dann haben wir den linken Verteidiger und da ist natürlich auch nicht Durm der richtige Mann. In echt spielt Durm auch sehr, sehr gut, finde ich. Aber hier in FIFA ist natürlich dann Marcel Schmelzer der Mann, der hier aufgestellt werden soll. Ich habe gerade ein bisschen Probleme, ihn zu finden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wo er hier ist. Da übersehe ich ihn einfach mal auf der Ersatzbank. Ne, Schmelzer natürlich, wie gesagt, ein besserer Mann als Durm. Bisschen langsamer, glaube ich sogar, soweit ich das gesehen habe. Ich glaube, 74 und 81 hat er hier. Ja, Durm hat 87 Springgeschwindigkeit und 79 Antritt. Finde ich sehr, sehr nice, aber der Rest ist halt nicht so geil bei Durm. Hier sieht man es auch, die Verteidigungswerte, genau, nicht so wirklich gut. Faire Zweikämpfe 66, Grätsche 65. Und das dürfte dann bei Schmelzer auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser sein, soweit ich das jetzt weiß. Okay, viel mehr Werte im gelben Bereich. Und hier sieht man, Faire Zweikämpfe 82 und Grätsche auch 80. Und somit ein besserer Mann hier auf jeden Fall in der linken Verteidigerposition. Und ich denke auch, der Passwert dürfte mal ein bisschen besser sein noch. Flanken. Ja, Hummels natürlich nicht, aber Schmelzer dürfte hier ganz gute Flanken haben mit 77, genau. Das ist doch ganz okay. Und dann kommen wir zum defensiven Mittelfeld. Hier ist ein bisschen komisch, wie das aufgestellt ist, finde ich ehrlich gesagt. Blaschikowski im defensiven Mittelfeld ist nicht so deine beste Position.
Spender, denke ich, auf jeden Fall ein guter Mann. Ich denke mal, höchstwahrscheinlich werde ich ihn auch spielen lassen. Hat ganz gute Werte, ist eher für den defensiveren Part hier bei Borussia Dortmund aktiv oder zuständig. Ziemlich gute Defensivwerte, Ausdauer 92, auch sehr gut. Hier sehen wir auch noch seine Defensivwerte, 86 faire Zweikämpfe und 87 Grätsche. Sehr, sehr gut für einen ZDM auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig auch, dass man da einen hat bei Borussia Dortmund, der hinten abräumen kann und der sozusagen auch mal die Räume hinten zustellt und auch, ja, mithilft, wenn der zweite ZDM sozusagen ein bisschen nach vorne geschossen ist. Und somit denke ich, ist Bender auf jeden Fall einer der zwei ZDMs hier in diesem System. Und der andere ist nicht Jakub Blaszczykowski, wie gesagt, den kann ich erstmal jetzt austauschen. Sorry. Kann ich einmal austauschen gegen Ilkay Gündoğan, der ja in echt auch verletzt ist. Und auch hier bei mir den Einsatz bekommt, auch wie gesagt, einer der besten ZDMs, glaube ich, in FIFA 14. Und ja, man sieht es hier an den Werten, ziemlich viele grüne Werte auch insgesamt, eine 84er Bewertung, sehr, sehr gut für Gündoğan hier auf jeden Fall. Ziemlich viele Werte im 80er Bereich, natürlich auch speziell seine Passwerte und seine Übersichtswerte und Ballkontrolle und sowas alles. Sehr, sehr gut bei Gündoğan, auch 4 Sterne auf dem schwachen Fuß und 4 Tricksterne, was ihn auch nochmal ein bisschen ja, attraktiver macht auf jeden Fall. Und auch seine Sprintwerte hier oder körperliche Attribute sind sehr, sehr stark, mit fast alle im 80er Bereich. Und auch hier sieht man sehr, sehr stark Gündoğan. Und ja, ich bezog ihn einfach vor Şahin, weil er nochmal im Tempo nochmal ein bisschen stärker ist. Also ich glaube allgemein haben Gündoğan und Şahin die gleichen Werte, außer dass Gündoğan nochmal ein bisschen schneller ist und somit auf jeden Fall zu bevorzugen ist vor Nuri Şahin. Und somit denke ich, würde ich mal Gündoğan dann einfach mal spielen lassen und Şahin darf dann auf der Platz, auf der Bank Platz nehmen, so rum. Nicht auf der Platzbank nehmen, nee, auf der Bank Platz nehmen. Und ja, dann kommen wir weiter zum rechten Mittelfeld. Da habe ich auch lange überlegt, wen ich nehme. Aber letztendlich habe ich mich dann nicht für den Flitzer entschieden, nicht für Aubameyang, sondern für Jakub Blaszczykowski. Weil Blaszczykowski, ja, an sich haben die gleichen Werte. Aubameyang ist natürlich nochmal einen kleinen Tick schneller. Aber trotzdem hat Blaszczykowski auch ein gutes Tempo mit 92 und 93 und auch sonst hier sehr, sehr gut. Speziell seine Flanken sind natürlich ein bisschen besser oder viel besser als noch als die von Aubameyang. Und da man, wie auch schon gesagt, mit Lewandowski einen sehr, sehr kopfballstarken Stürmer vorne drin hat, bietet sich es auf jeden Fall an, hier einen Flanken- oder einen guten Flankenspieler zu haben. Und Blaszczykowski ist so einer mit 82. Insofern würde ich auf jeden Fall, denke ich mal, Blaszczykowski hier vor Aubameyang bevorzugen. Und wie gesagt, das Tempo, im Tempo ist vielleicht Aubameyang nochmal 2-3 Punkte schneller, aber das macht letztendlich auch nicht so viel aus. Und an sich ist, denke ich, Blaszczykowski einfach der komplettere Spieler. Und Aubameyang darf dann auch letztendlich auf der Bank Platz nehmen. Ja, das Wortspiel hatte ich ja heute schon mal. Und dann kommen wir weiter zum linken Mittelfeld. Da gibt es eigentlich auch, ja, keine Diskussion eigentlich. Da ist Marco Reus natürlich gesetzt. Einer der besten Spieler der Welt, zumindest meiner Ansicht nach. Linkes Mittelfeld und ich denke auch, linkes Mittelfeld ist die beste Variante für ihn. Spielt relativ offensiv, kann mit seinem starken Fuß nach innen ziehen und kann auch mal die Flanke suchen mit seinem linken Fuß, wenn es da mal sein muss. Aber ich denke, wie gesagt, mit seinem starken rechten Fuß und mit dem Abschluss ist er viel, viel stärker und auch seine Freistoßwerte natürlich sehr, sehr stark. Gute Sprintwerte auch dazu, also Marco Reus wirklich ein kompletter Spieler, einer der, ja, attraktivsten Spieler hier bei FIFA 14. Ich spiele ihn sehr, sehr gerne, muss ich sagen, wenn ich mal mit ihm spielen kann überhaupt. Und deswegen, wie gesagt, Marco Reus gesetzt auf der linken Mittelfeldposition. Ich denke, wenn man ihn nicht spielen lassen würde, würde man auf jeden Fall was verpassen hier bei diesem Team. Und dann kommen wir zum ZOM. Da gibt es eigentlich auch nur eine Alternative, nämlich Henrik Mkhitaryan, der Mann, der ja von Schachtja Donetsk vor der Saison zu Dortmund gewechselt ist. Und auch hier, denke ich, gesetzt, weil es einfach keine Alternative gibt. Aber an sich, denke ich, Mkhitaryan auch mit einer guten Leistung oder mit guten Werten auch. 81er Gesamtbewertung und auch, ja, ganz gut im Dribbling, im Antritt. Hier sieht man es nicht ganz die besten Schuss- und Passwerte, glaube ich, soweit ich das weiß. Weiß ich jetzt nicht genau, hier sieht man es nochmal. Ja, lange Pässe 76 und 82 kurzer Pass ist jetzt nicht das Beste. Aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall leben und auch 5 Sterne auf dem schwachen Fuß, was ihn auf jeden Fall nochmal sehr, sehr attraktiv macht. Auch ein Grund, wieso Mkhitaryan hier auf jeden Fall spielen muss, weil er 5 Sterne hat auf dem schwachen Fuß. Wie gesagt, macht ihn sehr, sehr flexibel und auch 4 Sterne, 4 Tricksterne sind sehr, sehr stark. Und somit würde ich auf jeden Fall dann Mkhitaryan in der ZOM-Position spielen. Und im Sturm habe ich, glaube ich, auch schon öfters angekündigt hier. Natürlich auch ein Mann, der komplett gesetzt ist, weil es einfach, ja, weil er einfach richtig Weltklasse-Mann ist und weil es natürlich auch keinen besseren hier auf dieser Position bei Dortmund gibt. Nämlich Robert Lewandowski. Auch von den Sprintwerten her sehr, sehr gut. Finde ich relativ überraschend, aber denke ich auch nochmal sehr stark, was ihn ja auch nochmal noch stärker macht, als er überhaupt ist. Nämlich hat er insgesamt eine 86er Bewertung und auch sonst von den Werten sehr, sehr stark. Abschluss 87, Dribbling 83, Ballkontrolle 86, Fernschüsse 80 und alles so weiter. Volleys 82 zum Beispiel auch noch. Und auch Kopfball, denke ich, ist er nicht schlecht, genau mit 83 noch gut dabei. Und er hat, glaube ich, auch
eine Sprungkraft von 85, also dürfte es auch nochmal sehr, sehr stark sein hier. Lewandowski, wie gesagt, ein richtig guter Stürmer hier vorne drin. Der sollte auf jeden Fall auch mit Flanken gefüttert werden, sowohl von Blaschikowski als auch von Reus, wenn man denn mal dazu kommt. Leider ist Lewandowski nur 1,84 groß, das heißt, es ist nicht so einfach, ihn hier mit Kopfbällen oder mit Flanken zu füttern und es ist nicht so leicht für ihn, sich durchzusetzen, aber wie gesagt, er hat 85 Sprungkraft und somit sollte es auch auf jeden Fall auch eine Möglichkeit sein, hier Lewandowski anzuflanken, wie gesagt, und 4 Sterne auf dem schwachen Fuß und 4 Sterne Spezialbewegung sind, denke ich, auch nochmal sehr, sehr schön. Und ja, das war's dann erstmal für dieses Team oder für die Anfangsformation. Ich kann nochmal die Bank kurz aufstellen. Langerberg, denke ich, ist ganz okay. Dann kann man nochmal hier so Leute wie Großkreuz auf die Bank holen, vielleicht für Durm. Und beim Young natürlich ein Mann, der auf jeden Fall mit muss. Hier zum Beispiel für Kirch oder für Schieber würde ich... Ich würde sogar eher Duxch spielen als Schieber, muss ich ehrlich sagen, weil Duxch nochmal ein bisschen besser im Kopfball ist. Deswegen würde ich Schieber jetzt einfach mal draußen lassen. Und natürlich Nuri Sahin auf jeden Fall auch eine gute Alternative hier für Kirch. Und dann können wir nochmal Bandowski rausnehmen und vielleicht dann nochmal hier Sokrates bringen. Und das war's, denke ich mal, für dieses Team. Ich denke, da gibt es keine besseren Spieler mehr auf der Bank, genau. Ich denke, die besten Spieler, die es hier noch gibt auf der Ersatzbank oder die jetzt nicht in der Startelf sind, sind jetzt einfach mal auf der Ersatzbank. Denke ich einfach mal so. Wie gesagt, Duxch bevorzuge ich nochmal vor Schieber, obwohl er eine viel, viel schlechtere Bewertung hat. Habe ich, glaube ich, eben auch schon genannt, wieso. Und dann natürlich Aubameyang, Hofmann, Sahin, Sokrates, Großkreuz und Langerberg auf der Bank. Und das war's dann mit dem Kader. Dann gucken wir noch einmal kurz auf die Spielerrollen. Formation, denke ich, sollte soweit klar sein. Kapitän, auf jeden Fall Roman Weidenfeller, weil Kehl nicht spielt. Denke ich, auf jeden Fall ist Roman Weidenfeller der bessere Mann. Kehl, auch nochmal kurz zur Begründung. Kehl ist mir ein bisschen zu langsam, ein bisschen behäbig und ja, ein bisschen zu passschwach und so weiter. Deswegen spielt Kehl bei mir nicht im System eine Rolle. Und auch auf der Bank nimmt er nicht Platz. Deswegen einfach mal nur kurz als Begründung. Dann haben wir, ja, bei den restlichen Sachen anscheinend Marco Reus hier ausgewählt. Denke ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Schütze. Vor allem, weil Sahin auch nicht spielt. Gucken wir nochmal Elfmeter. Denke ich, gibt es vielleicht einen besseren. Reus mit 75. Blaschikowski hat auch 75. Ja, Mkhitaryan 70. Lewandowski 73. Nicht so die Top-Elfmeterschützen hier bei Dortmund dabei. Aber ich denke, um Reus einfach mal so ein bisschen die Verantwortung abzunehmen, schießen wir einfach mal die Elfmeter mit Jakub Blaschikowski, weil er auch, genau wie Reus, 75 Elfmeter-Genauigkeit hat. Und das, denke ich, sollte auf jeden Fall reichen. So, dann haben wir kurz einen Freischuss, der wird, denke ich, auf jeden Fall geschossen mit Reus. Ich denke, da gibt es keine besseren hier im Team. Ne, Mkhitaryan nicht wirklich gut, Lewandowski auch nicht. Da ist Reus auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall der Beste. Wie gesagt, auch dadurch geschuldet, dass Sahin jetzt hier nicht spielt bei uns in der Formation, in der Startformation. Dann langer Freischuss, denke ich, kann man auch mit Reus machen. Denke ich, nicht so sonderlich, ja, schwer. Oder, denke ich, auf jeden Fall auch eine gute Alternative hier, Reus einzusetzen. Und auch die Ecken, denke ich, sind ganz gut zu schießen mit Marco Reus. Und so, ja, auch sowohl die linke als auch die rechte natürlich. Und somit würde ich das dann einfach mal zu einem glatten Ende hier bringen. Mit Borussia Dortmund, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alles bemerken können, ihr habt alles verstehen können, was ich denn euch sagen wollte und wieso ich dieses Team so aufgebaut habe. Denke ich, habt ihr auch ganz gut verstanden. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich die dann beantworten kann und euch, soweit es geht, aufklären kann. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, beziehungsweise natürlich zur Road to Glory, die ich dann mit Borussia Dortmund hier spielen werde in Liga 6, nee, in Liga 7 müsste es sein, genau, in Liga 7. Bin ich drauf gespannt, wie es laufen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt gerne ein Like, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie gesagt, bei Fragen auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zur Road to Glory mit Dortmund. Und ja, viel Spaß noch, haut rein.